Und dann muss ich zu Hause ganz dringend schon mal packen. Hallo, heute ist es soweit. Heute ist der letzte Tag vor unserer Abreise. Heute ist Donnerstag und morgen fahren wir ganz früh los. Und wenn ihr das Video seht, dann sind wir schon in Österreich. Ich muss mich bei euch nochmal bedanken. Es kamen richtig coole Kommentare, wie ihr das so macht bei langen Autofahrten mit euren Hunden. Und ich muss sagen, das hat mir echt so ein bisschen meine Sorgen genommen, mir da jetzt nicht so einen richtig großen Kopf zu machen. Und wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen Actionprogramm machen mit den Hunden. Machen wir ja auch gerade. Wir gehen so eine, wie weit ist das hier? 10 Kilometer Runde? 7? Ach, irgendwie sowas in dem Dreh. Halt 1,5 Stunden jetzt mittags nochmal. Und abends machen wir nochmal ein bisschen mehr. Aber den ganzen Tag werden wir jetzt auch nicht mit den Hundis unterwegs sein. Und wir fahren dann morgen schon sehr, sehr früh los. So um 5 oder um 6 Uhr. Da ist vor allen Dingen Jimmy immer noch richtig, richtig müde und Klausi auch. Und dann hoffe ich, dass wir erstmal 4 Stunden durchfahren können, bevor wir dann unsere erste Runde machen. Die Stimmung dazu schwankt immer so ein bisschen hin und her von, oh mein Gott, ich bin super aufgeregt, weil ich ja auch noch nie 7 Stunden am Stück Auto gefahren bin. Wir müssen mal gucken, ob wir uns das vielleicht teilen. Ich fange auf jeden Fall morgen früh an. Vielleicht kannst du dann noch ein bisschen im Auto schlafen und dich ausruhen. Ja, und bergiges Land hatte ich ja auch noch nicht. Also so richtig Serpentinen fahren, da bin ich gespannt, wie das ist. Und wir haben dort in Österreich auch was richtig, richtig Cooles geplant. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Wir machen einen Live-Test in wunderschöner Umgebung. Aber das Video kommt dann in einer Woche, also nächste Woche Samstag um 14 Uhr. Das kennt ihr ja von uns. Aber wir beenden jetzt erstmal die Runde und dann muss ich zu Hause ganz dringend schon mal packen. Die Hunde sind glücklich, wie man an Jimmy unschwer erkennen kann. Der ist auf jeden Fall schon müde und Klausi schläft drüben im Schlafzimmer. Aber Jimmy ist immer mit dabei, wenn ich packe und überwacht das alles, dass ich auch genug Futter mitnehme oder so. Ich habe die Hundekiste schon fertig und die ist diesmal ein bisschen überdimensioniert. Das ist nämlich die Hundekiste und lacht nicht. Und das wird unser Gepäck. Das muss ich noch befüllen. Damit haben wir in Österreich was richtig, richtig Cooles vor, nämlich den Live-Test mit den Hunden. Da ist wirklich fast ausschließlich Hundezubehör drin und das werden wir mal so richtig ausgiebig durchtesten. Da freue ich mich schon richtig drauf, weil das mit uns und unseren Wanderungen natürlich der Extremtest wird. Und meine Tasche, beziehungsweise unsere kleine Minitasche, die muss ich noch packen. Eigentlich wollte ich euch in diesem Video noch ein paar Tipps geben, was man bei so einer langen Autoreise mit Hund beachten sollte und was man auf jeden Fall mit dabei haben sollte, gerade für die Autofahrt. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich das Video mache, wenn wir wirklich wieder zurück sind und ich auch die ganzen Erfahrungen gesammelt habe. Wie gesagt, wir haben erstmal vor, morgens eine wirklich kleine und entspannte Runde mit den Hunden zu machen, dass die sich nicht so aufregen. Dann fahren wir sehr, sehr früh los, damit die eben am Anfang noch müde sind. Und Pausen werden wir machen, je nach Bedarf. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das mit den beiden so funktioniert. Ich kenne es ja von Jimmy, dass der so nach 1,5 Stunden schon unruhig wird. Ich glaube, wenn wir zurück sind nach 1400 Kilometern, kann ich euch auf jeden Fall viele, viele Tipps geben. Hoffe ich zumindest. Aber da ich jetzt noch unglaublich viel packen muss und organisatorisch noch ein bisschen was erledigen muss, ist der Vlog auch schon vorbei. Schaut, wie gesagt, nächste Woche rein. Da werden Videos kommen zu unserem Österreich-Urlaub. Es wird richtig, richtig cool werden. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr live mit dabei sein wollt. Da werde ich mit Sicherheit Fotos posten und vielleicht auch ein paar Videos. Schaut dort gern vorbei. Auch auf Facebook, denke ich mal. Und damit verabschiede ich mich erstmal. Bis nächste Woche. Drückt uns die Daumen, dass es nicht regnet. Tschüss.